Und ein herzlich willkommen. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Das ist heute Teil 3 von Watch Dogs. Wir wollen heute zum einen erstmal gucken, damit wir hier vorankommen. Wo müssen wir denn machen? Ja. Nein. Da müssen wir hin. Da, Nebenmission. Die wollen wir mich jetzt erstmal machen. Darum gehen wir hier zur Auswahl. Genau. Und dann brauchen wir ein Auto. Ein Brummbrumm. So ein Teil, womit man so fahren kann. Und wie ihr seht, habe ich hier noch gar nichts frei. Irgendwie so. Schade eigentlich. Schade. Aber ich habe hier einen Haufen Farm, wie ihr sehen könnt. Viele Farm. Das heißt, wir müssen uns ein Auto klauen. Ja, komm, wir klauen uns das da. Raus sofort! Ja. Genau. Ja, yippie. So soll man es nicht machen. Ey, das geht gar nicht, ne? Es ist ein absolutes No-Go. Oh, das Schlimmste ist, ne? Es leckt einfach. Hast du Lust, Primate-Infos zu klauen? Und? Hast du was für mich? Einer der Lakaien ist in deiner Umgebung. Hack dich da mal rein, aber lass dich bloß nicht erwischen. Du weißt, wie Primate drauf ist. Nö. Da fahre ich jetzt nicht hin. Ich fahre zu dem Haus. Da fahren wir jetzt hin. So, ne? Und gucken uns doch mal ein wenig an, was da so zu tun ist. Es läuft momentan keine Musik. Oh. Wir müssen natürlich gucken. Verdammt. Wir müssen natürlich gucken, dass wir unbemerkt da reinkommen. Ja, wir gucken uns das mal über die Kamera an. Ah, das sieht schon mal gut aus. Dann wollen wir doch mal zu einem anderen Haus. Ja. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Irgendwas? Was ist denn das? Hallo? Ach so. Okay, nee, das kann man erstmal nebentechnisch machen. Dann wollen wir uns doch mal zu dem anderen Haus da begeben. Ja, genau. Und da sind wir ja auch gleich. Nee, gucken wir mal. Hör auf zu stöhnen! Ah! Ja, da. Ist jemand verletzt?
Goodings. Gucken wir da. Hacken. Knöpfen wir uns den Pharma-Clown vor. Das Arschgesicht hat's verdient. 1,7 Millionen. Erstmal schon, ne, ein bisschen dein Virus hochladen. Und dann machen wir auch ein Virus. Oh ja. Was gibt's noch so? Ja, rufen wir mal da mal an. Guten Tag. Dann hab ich hier. Hallo. Skid. Was geht? Wer ist da? Yo, bitch. Hier ist Bobo Dick. Ach du Scheiße. Ich bin ein Riesenfan. Nimmst du mein Angebot an? Ja, ich habe ein paar heiße Tracks. Echt jetzt? Fantastisch. Yep. Kann ich mal reinhören? Ist das krass? Dein bester Song, Mann! Gern geschehen. Das ist exklusiv, stimmt? Sonst kriegt das niemand, nur ich. Yep. Wie läuft die Bezahlung? Bin schon eine Kuh, da läuft nichts. Schon klar. Muss wissen, wie ich es überweisen soll. Ja, oh, sieh nach! Ah, da. Die Kontonummer? Yep. Aha. Gesendet und bestätigt. Ist bei dir. Großartig, Mann. Da wird ein Traum für mich wahr. Yo, bitch. Hier ist Bobo Dicks. Was? Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Aber Gott schuf sich selbst nach Bobos Bild. Was laberst du denn da? Yo, bitch. Hier ist Bobo Dicks. Nein. Nein, 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 nein. Ja, 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 ja. Wow, was zum Teufel? Schon, was macht ihr da mit mir? Warum ich? Komm schon! Ich gehöre zu den Guten! Das ist doch nur ein Geschäft, Mann! Ich habe Aktionäre, verdammt! Ja, so kann's gehen. So kann's gehen. Ja, ja. Leute, er hat gerade 20 Millionen für die Leukämie-Forschung gespendet. Bitch, ohne Kohle läuft gar nichts. Yo, wer war das? Ja, das ist gut. Frage, nächste Frage. Dann wollen wir jetzt mal hier so ins Hackerspace, ne? Und da die nächste Mission angucken. Googeln. Ja, bitch! Fahren wir Auto, brumm, brumm. Brumm, brumm. Hui! Fahren wie ein Besenkter, das kann ich. Und das ziemlich gut. Da bin ich voll der Profi drin, ne? Hier, guck mal da. Auto. Beinahe ein Zorn. Mensch. Nicht mal dies kriege ich auf der Reihe. Ja, bitch. Auto. War da was? Also wenn ihr irgendjemanden gesehen habt, ne? Vor mir. Dann könnt ihr das ja... Ach komm, mir so rum zu lecken hier, du Lackaffe. Ach, scheiße. Alles gibt's doch jetzt nicht. Whee!
Ey, aua! Scheiße, aber jetzt. Snacken! Wir müssen rein! Hallo, guck mal, da bin ich. Du willst sprechen? Dann sprich. Jo, Markus, hast du den Trailer für den neuen Jimmy Siska Film gesehen? Ist der schon draußen? Ja, lass sehen, Mann. Nein, nicht darauf. Dafür brauchen wir perfekten Sound, einen großen Bildschirm und was zum Hinsetzen. Wir brauchen Ruhe. Hast du ihn schon gesehen? Nein, ich habe auf dich gewartet. In einer durch Technologie verbundenen Welt. Ich will keine Gerechtigkeit, Gottverdammt. Ein Mann streift über den Daten-Superhighway und verlangt Cybergerechtigkeit. Ich will Cybergerechtigkeit. Kann eine simple Zeile Code die ganze Welt vernichten? Das wird eine Cyberkatastrophe. Cyberdriver. Triff ihn mit dem Code-Strudel-Chip. Jimmy Siska ist... Ihr habt keine Wahl. Folgt mir oder sterbt. Devon von Devon. Wir müssen diese Hacker in Sicherheit bringen. Das sind keine Hacker, Devon. Das sind nur Script-Kiddies. Hey, das Auto antwortet. Das ist kein normal UKI-Auto. Ich denke, nächstes Mal brauchen wir eine höhere Firewall, Mann. Cyberdriver! Actionheld vom Feinsten! Sprechendes Auto. Gib's so, Josh. Das Auto ist cool. Wisst ihr, was ich denke? Nee. Wir drehen unsere eigene Version des Trailers. Und dieses Auto wird uns dabei helfen. Im Ernst? Sowas bringt uns einen Haufen Follower. Ja, zuerst gehen Josh und ich zum Studio und holen das Drehbuch. Wir sehen mal nach, welche anderen Perlen es noch über DeathSec gibt. Und wir suchen das Auto. Okay, wie läuft das jetzt? Geben wir eine Warnung raus? Nein, wieso sollten wir? Die sichern nur alles ab. Nein, lass sie doch. Keine Sorge, Cyberboy. Nein, nicht. Hackerfilme werden eben gehackt. HMD Studios. Ihr alleine seid für diesen Cyberdriver-Reinfall verantwortlich. Billige Stunts und schlechte Dialoge sind eine Sache. Aber ihr beleidigt unsere Intelligenz. Und das ist unentschuldbar. Offenbar muss euch jemand zeigen, wozu Hacker wirklich imstande sind. Und da ihr nicht gleich zu uns gekommen seid, kommen wir jetzt zu euch. Wir starten Operation Hack und Weg. Wir zeigen euch, was Hacker können. Wir sind DeathSec. Ja, yeah, genau. Fahren Sie zu den HMP-Studios. Nee, ja, komm, oder? Nein, nein, doch. Moi, wer weiß, wer weiß. Ja, auf jeden Fall gucken wir uns das jetzt mal kurz an. Das ist 1300 Kilometer entfernt. Nee, da wollen wir aber nicht. Erstmal Passwort eingeben. Das ist aber sehr schwer. Kein Schwein weiß, was das für ein Passwort ist, ne? Nee, nee, nee. Also, dann gucken wir mal. Die haben auch immer nur das Gleiche zu sagen. Aber ihr könnt mir mal, wenn gegeben, nicht falsch hier schon ein bisschen Geld geben. Ich brauche ein bisschen Geld, hallo? Hast du kein Geld? Hast du Geld? Nö, auch nicht. Verdammt, danke. Keiner hat Geld? Warum? Ach doch, dir. Naja, gut. Nix Geld? Schade. Hast du Geld? Nö. Haben du Geld? Nö, Kind hat Geld. Haben du Geld? Nee, der ist schon gleich tot. Ihr habt gedacht, dieser Film würde gut werden? Tja, ja, klar.
Was zum Lachen? Cool, deine Worte. Habe ich echt cool gesagt? Wir wissen nur so viel, Josh. Cyberdriver hat sich als millionenschwere Cyberkatastrophe herausgestellt. Du willst mich nur auf die Palme bringen, mit dem Wort. Oh nein, keine Palme, Mann. Ein Bonsai vielleicht? Wieso lässt Galilei sowas zu? Das ist Rufmord. Du meinst Cybermord? Versuch es nur weiter. Ich werde das nie komisch finden. Mal ganz ehrlich, wenn sie die Szenen schon für den Trailer aussuchen... Tja, dann ist der Rest totaler Scheiß. Und dass sie DedSec aufs Korn nehmen, ist seltsam. Na, Chicago war eine Riesensache. Stimmt. Trotzdem keine Sorge. Du und ich, wir werden über den Datenhighway streifen auf der Suche nach wahrer Cybergerechtigkeit. Komm, Josh, das wird nämlich Spaß machen. Und ich verspreche, dass ich nicht mehr Cyber sage. Weißt du, all das hier, das wird die Cyberwelt verändern. Siehste, weißt du Bescheid? Cyberkrieg ist ja on demand. Ja, so kannst du sehen. Gucken da lang. Da frage ich mich um. Was soll denn das? Lalalalalala. Scheiß auf Zäune, wer braucht schon sowas? Voll der Profi! Und da sind wir, Hook Motion Picture Studios. Genau. Gutings, dann gucken wir mal, ne? Wollen wir mal, beschaffen wir uns mal das Drehbuch. Und ich weiß auch schon wie, ich habe da eine sehr gute Strategie. Nach denen ich es einfach mal machen kann, tun lernen. Ja, ja. Oh, ein Hundi. Du meinst nicht. Aha. Ja. Ja, ich. Bist du aber brav. Na komm, schreib ihn mal nochmal. Hey, kleines Kerlchen. Alle guten Dinge sind drei. Ja, ja. Sicher doch. Hast du nichts Besseres zu tun? Ja, warte. Genau. So, gucken wir mal. Am besten gehen wir von... Genau, kann ich... Ja, das kann ich noch nicht. Verdammt. Ich kann ja mal gucken, ob ich von hinten reinkomme. Also eigentlich mehr oder weniger von oben. Nee, den will ich jetzt nicht anquatschen. Okay, Leute, ich bin drin. Schicken wir erstmal unseren kleinen Buggy hier los. Heute liegt eine Leiche und eine Kettensäge. Da hat irgendjemand das Kettensägen-Massaker nachgespielt. Naja. Stehlen, klauen, da 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 da. Wow. Fuck. Ah, shit. Ja, wir machen am besten morgen weiter. Genau. Dann bleibt die Spannung am Laufen. Wie wird das weitergehen? Werde ich erkannt oder werde ich erwischt? Wir werden sehen. Denn bis morgen.